Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Wir werfen aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Hamilton und Daniel Ricciardo. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, dann sind hoffentlich die letzten roten Reifen dann in der Minute zu ersetzen.
großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Regen kann das Renngeschehen auf den Kopf stellen und die Reihenfolge durcheinander werfen. Das haben sie heute ausgenutzt und so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück, aber sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, nur 7 Punkte bei den Konstrukteuren vorne.